Erster Spieltag der B-Union Westfalenliga. Der Hombrucher SV trifft auf die U16 von Borussia Dortmund. Damit haben sich die Hombrucher um Trainer Julian Schröer gleich eine richtig knackige Aufgabe herausgesucht. Dortmund startet in den gelben Trikots von rechts nach links und bekommt direkt einen Eckball von der linken Seite. Das ist Chadjobo, versucht es erstmal artistisch, der Ball landet dann bei Stein, der steht allerdings im Abseits und somit kein Führungstreffer für die Dortmunder, die trotzdem die Partie bestimmen, immer wieder nach vorne angreifen. Chadjobo mit Ayukayo im Zusammenspiel und da ist direkt wieder der Stürmer Ayukayo und versucht es allerdings, Kyriakides im Tor, bärenstark, verhindert den Rückstand seines Hombrucher SVs. Und die Hombrucher versuchen es wirklich nach vorne zu kommen. Der BVB von Marco Lehmann allerdings abgezockt, kann immer wieder Konter einleiten, wie hier über die rechte Seite. Der Ball kommt allerdings ungefährlich in die Mitte. Holzenthal blockt ihn ab und da hat Schiri Andreas Baum einen indirekten Freistoß gesehen. Der Ball noch zurückgespielt vom eigenen Mann an den Torwart. Dortmund kann aus dem indirekten Freistoß nichts mehr gewinnen. Und dann kommen die Gastgeber tatsächlich mal, die das 0:0 mit so viel Kraft halten mussten. Assam auf Neufeld, Pascal Neufeld verpasst den Ball und damit die überraschende Führung für seine Mannschaft. Das wollen die Dortmunder nun endgültig bestrafen. Das ist Pelivan hier im Strafraum gegen Baysan und das ist natürlich ein Elfmeter. Keine Diskussion, da stellt sich Baysan ungeschickt an und somit gibt es den Strafstoß für den Kapitän, für Michael Ludwig. Souverän verwandelt, das 1:0. Nach nun 40 Minuten führt Borussia Dortmund tatsächlich, allerdings eben durch den Elfmeter. Kyriakides schätzt sogar die richtige Ecke ein, macht sich aber nicht lang genug für diesen Abschluss von Ludwig, der sein Tor dann noch ausgiebig feiert. Auch in den zweiten 45 Minuten Dortmund hochaktiv vor dem gegnerischen 16er. Hier noch abgeblockt. Dann bekommt allerdings Daniel Stein die Kugel und der sieht wieder Mengot Ayukayo mit dem Kopf, aber noch am Tor vorbei. Dennoch dieser Mengot Ayukayo, der ist richtig fleißig und will unbedingt seinen Treffer. Hier hat er den Ball und macht ihn rein, das 2:0. Nach 65 Minuten, wir sehen auch die erste Erleichterung bei den Dortmunder Spielern. Denn das bedeutet auch gleichzeitig die vorzeitige Entscheidung. Der Hombrucher SV hat keine Kraft mehr zurückzukommen nach diesem Abschluss von Mengot Ayukayo. Und so bleibt es beim 2:0 für den BVB, der mit diesem Sieg erstmal auf Tabellenplatz 1 der Westfalenliga rutscht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.